Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Heute zum Weihnachtsspezial 2019 am Heiligen Abend 2019 heiße ich euch herzlichst willkommen und wünsche euch frohe Feiertage, frohe Weihnachten und auch schon mal vorsorglich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, bevor ich mit meinem Weihnachtsspezial beginne, möchte ich euch wie immer bitten, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr die Klingel rechts oben anklickt, jetzt habe ich endlich mal sowas wie eine Klingel, dann bekommt ihr auch immer meine neuesten Filme mit. Ja, ich habe überlegt, was ich heute am Heiligen Abend filmen will. Eigentlich müssen wir ja unsere Schatzsuche mit den Briefen, mit dieser Briefmarkenkiste fortsetzen, aber das ist jetzt vielleicht für den Heiligen Abend nicht das richtige Thema. Deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich euch doch mal ein paar Weihnachtsmarken vor, die im Advent 2006 in der Lutherkirche in Fellbach ausgestellt wurden. Da sind jetzt keine Raritäten dabei, aber es zeigt eigentlich auch wunderschön, wie man mit sehr wenig Euro Aufwand eine schöne Motivsammlung zu einem bestimmten Thema aufbauen kann. In diesem Fall ist es eine ganz kleine Motivsammlung zum Thema Weihnachten in aller Welt. Ja, dann wollen wir uns doch mal die schönen Marken mal angucken. Ja, und hier sieht man schon einen kleinen Teil der Marken, die in dieser Kirche ausgestellt wurden zum Thema Weihnachten 2006. Also das sind keine Marken jetzt nach 2006 vorhanden. Und ich habe es ein kleines bisschen thematisch aufgezogen. Und zwar beginnt es hier mit dem Thema Frohe Weihnachten für alle. Das war so ein Thema auf den Briefmarken der Bundesrepublik Deutschland und der Bundespost Berlin, wie man es hier schön sieht. Ich hoffe, man kann alles gut erkennen. Es ist immer gar nicht so einfach, sowas zu filmen. Ja, hier sieht man die zwei Ausgaben von 1976 von der Deutschen Bundespost und von der Deutschen Bundespost Berlin zum Thema Weihnachten 1976. Und da gab sowohl Berlin als auch die Bundesrepublik einen Block heraus mit unterschiedlichen Motiven. Das gleiche galt auch für das Jahr 1977. Ja, seit wann gibt die Deutsche Bundespost Weihnachtsmarken heraus? Seit jetzt genau 50 Jahren, nämlich seit dem Jahr 1969. Davor sind mir jetzt eigentlich keine Weihnachtsmarken bekannt, aber kann sein, dass da vielleicht irgendeine einzelne Marke mit weihnachtlichem Motiv herausgegeben wurde. Aber seit 1969 gibt es halt diese Zuschlagsmarken zum Thema Weihnachten. Hier sieht man auch wieder das Thema Frohe Weihnachten für alle. Hier von 1970 und von 1978 die Marken unter Block. Haben wir hier die Ausgabe von 1991 von der Bundesrepublik. Sieht man auch hier nochmal schön Weihnachtsmarken aus den 90er Jahren der Bundesrepublik Deutschland und von Berlin. Ja, hier sieht man jetzt schöne weitere Motive von deutschen Marken zum Thema Weihnachten. Hier von 93, hier von 1989, hier mal was Neueres aus dem Jahr 2001. Wie gesagt, nach 2006 ist jetzt hier nichts mehr dabei, denn die Ausstellung war ja 2006 und seitdem habe ich sie eigentlich nicht mehr berührt. Habe das hier einfach in diesen Ordner hinterlegt für, ja, passend jetzt für diesen Film. Dann, ja, Kunst spielt bei dem Thema Weihnachtsmarken eine große Rolle. Viele Künstler malten ja Gemälde mit Weihnachtsszenen, daher gibt es auch entsprechende Briefmarken relativ häufig zum Thema Weihnachten und Weihnachten auf Gemälden. Wie man es jetzt hier bei diesem Satz zum Beispiel von San Marino sieht. Hier haben wir auch nochmal einen Satz von San Marino mit Weihnachtsmotiven verschiedener Künstler. Hier geht es weiter mit dem Thema Kunst. Hier haben wir auch mal Weihnachtsmarken aus dem Vatikan mit Kunstszenen zum Thema Weihnachten. Auch hier nochmal von 1971 vom Vatikan. Ich blätter mal einfach weiter. Ja, auch hier dann schöne Marken von Österreich. Die gaben auch und geben auch sehr schöne Weihnachtsbriefmarken heraus. Hier auch nochmal Österreich. Hier immerhin schon von der Eurozeit auch eine Briefmarke von 2003. Und hier eine von der Schweiz
vom Jahr 1969, die jetzt immerhin auch schon 50 Jahre auf dem Buckel hat. Ja, ein weiteres Thema bei Weihnachtsmagen ist natürlich die Weihnachtskrippe. Krippen stellen ja die Geburt Jesus aus der Weihnachtsgeschichte vor. Und dabei sieht man meist Figuren in einer Modelllandschaft Bethlehems. Daher sind diese Weihnachtskrippen auch ein beliebtes Motiv auf Weihnachtsmagen. Natürlich auch auf Weihnachtsmärkten. Das hätte ich jetzt ja beinahe gesagt, hätte mich jetzt beinahe versprochen. So auf Weihnachts- und Christkindlesmärkten gibt es ja oft auch eine schöne Krippe zu sehen. Hier haben wir Magen von Österreich, die da schönen Krippenszenen zeigen. Ja, also die haben sehr viele Krippenszenen auf ihren Weihnachtsmärkten, auf ihren Weihnachtsmagen veröffentlicht. Aber auch bei anderen Ländern sieht man Krippenszenen, wie hier jetzt bei dieser Marke von Portugal oder von Irland und hier auch von Jugoslawien nochmal. Und so weiter und so fort. Dann spielt natürlich auch der Weihnachtsbaum und Christbaumschmuck bei Weihnachtsmagen eine Rolle, genauso wie das natürlich, weil das ja auch den Weihnachtsbräuchen entspricht, dass man da halt einen Weihnachtsbaum aufstellt und dazu eine Krippe und den Baum dann entsprechend mit Christbaumschmuck und Weihnachtskugeln schmückt. Hier sieht man dazu entsprechende Motive, hier ein schöner Stern, hier sieht man ein Kind vor dem Weihnachtsbaum, auf einer Marke von den 50er Jahren von Österreich, die ich ja auch neulich habe ich die bei den Österreich-Jahrgängen vorgestellt, diese Briefmarke. Dann haben wir hier noch eine von der Schweiz und auch Großbritannien gibt schöne Weihnachtsbriefmarken heraus, wo man dann auch wieder Christbäume und so weiter sieht. Ja, dann gibt es seit den 50er Jahren in der Ortschaft Christkindl die berühmten Christkindlmarken. Christkindlbriefe mit entsprechenden Stempeln. Hier zeige ich euch ein paar Christkindlbriefe dazu. Das wird ja dann immer alles mit der Christkindlpost verschickt und auch entsprechend schön abgestempelt. Hier sind wir auch die Postleitzahl des Ortes Christkindl, das ist nämlich 4411. Hier eine Abstempelung von 1990 und hier eine von 1976. Dann haben wir hier auch nochmal mit Christkindl-Stempel, Magen von 93 und 84. Und hier wurde auch das, hier ist mir sogar so eine Christkindl-Winknette noch dabei. Und das heißt, dass hier auch schön abgestempelt werden soll. Wurde alles schön gemacht aus dem Jahr 1983. Und hier hat sich sogar noch jemand künstlerisch betätigt. Mit einer Katze und einer Christkugel und mit Tannenzweigen. Dann neben Christbaumschmuck und so weiter spielt natürlich auch immer der Weihnachtsmann eine wichtige Rolle. Da sieht man speziell bei den Briefmarken von Finnland viele Weihnachtsmänner. Hier haben wir entsprechende Motive und hier haben wir auch noch so Weihnachtsminknetten hier. Sieht man jetzt hier noch. Und hier einen Block. Das ist jetzt kein originaler Block, das ist so ein Spezialdruck von dieser Marke hier oben. Dann gibt es natürlich nicht nur in europäischen Ländern Weihnachtsmagen, sondern weltweit wurden Weihnachtsbriefmarken herausgegeben. Ja, selbst damals in den kommunistischen Ländern, wie wir gleich noch sehen werden, wie der Sowjetunion und der DDR, da gab es dann auch entsprechende Weihnachtsmarken dazu. Hier mal Weihnachtsmarken von Australien, also von Down Under. Da ist es immer schön warm zur Weihnachtszeit, anders als bei uns, wobei es jetzt bei uns ja auch dieses Jahr eher frühlingshaft als winterlich ist, das Wetter. Hier Weihnachtsmarken von Rhodesien, Kamerun und von Kanada. Dann ziehen wir einen schönen Weihnachtsbrief, ein FDC vom Weihnachten 1974 vom Fürstentum Liechtenstein. Hier weitere Briefmarken mit Weihnachtsmotiven von Liechtenstein. Hier sind wir schöne Weihnachtsmarken von der Insel Malta und darunter auch von Gibraltar. Gibraltar ist ja heute noch britische Kolonie. Dann auch die USA gibt alle Jahr schöne Weihnachtsmarken heraus. Hier sind wir einen ganzen Block von kleinen Weihnachtsbriefmarken der USA aus dem Jahr. Das sehe ich jetzt leider nicht, welches Jahr das ist. Ja, dann haben wir hier noch Weihnachtsmarken von der Karibikinsel Dominica
und hier Weihnachts auch aus der Karibik Weihnachtsmarken von Grenada, Grenadinen, Barbuda und Antigua. Dann muss ich mal da so etwas rübergehen. Da haben wir Weihnachtsmarken von Brasilien und Chile, also von Südamerika, und hier von Mittelamerika, von Belize. Ein schöner Satz aus dem Jahr 1999. Aber auch islamische Staaten gaben und geben Briefmarken mit Weihnachtsmotiven heraus, hier wie zum Beispiel von diesem Golfstaat, von dem kleinen Adschman, der heute zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, glaube ich, gehört. Und hier auch nochmal eine schöne Weihnachtsmarke von Adschman. Ja, dann haben wir hier Weihnachtsbriefmarken aus den ehemals sozialistischen Ländern, also hier von Rumänien, von Russland, von Jugoslawien und ebenfalls auch von der DDR. Da sieht man hier auch diese berühmte Weihnachtskunst aus dem Erzgebirge. Abschließend gibt es jetzt noch als Thema, hier steht schon dabei, Weihnachtsmarken, Weihnachtsgeschenke. Es ist ja in vielen Ländern gebraucht, dass man sich gegenseitig beschenkt. Kinder erhalten ihre Geschenke vom Christkind oder Weihnachtsmann. Da sieht man jetzt noch entsprechende Motive zu diesem Themenbereich. Hier jetzt USA-Marken, US-Weihnachtsbriefmarken. Hier nochmal dann schöner Christbaumschmuck zu sehen auf einem FDC von Liechtenstein und hier auch nochmal und ja, es geht sogar noch weiter. Ja, hier, das sind zum Abschluss noch ein paar FDCs mit Weihnachtsmotiven. Jetzt hier so allerlei verschiedene Motive. Jetzt Geschenke war ja nur die eine Seite. Da sieht man jetzt auch nochmal alles, was ich jetzt thematisch dann auch nicht so direkt zuordnen konnte. Hier, das ist ja auch nochmal Thema Kunst, würde hier noch eine Rolle spielen bei diesen FDCs von Liechtenstein. Und schauen wir, ob auf der letzten Seite noch was zu sehen ist. Da ist nichts mehr zu sehen. Somit endet das Thema mit den Weihnachts-FDCs von Liechtenstein aus dem Jahr 1989 und 1991. Ja, das war schon wieder zum Thema Weihnachtsmarken. Ich habe da auch vor langer Zeit bei Sammler.com eine Seite dazu veröffentlicht. Über diese wurde eigentlich der Pfarrer von Fellbach erst aufmerksam auf das Thema Weihnachtsmarken und so kam er auf die Idee. Also er fragte mich, ob ich dann nicht da ein paar Briefmarken für diese Ausstellung zur Verfügung stellen kann. Und so schickte ich ihm dann diese Marken, die ich euch heute in diesem Film 13 Jahre später vorgestellt habe. Dann wünsche ich euch nochmal schöne Feiertage. Hier haben wir übrigens so Holzkunst aus dem Erzgebirge. Ich habe es jetzt noch vorhin ein bisschen hier verziert, dass wir hier auch noch ein bisschen was als Weihnachtsdekoration haben. Das ist dann ein bisschen der Rahmen hier, ein bisschen feierlicher aussieht. Und diese Klinge musste ich natürlich mitbringen, denn wenn ihr die Klinge anklickt, dann bekommt ihr immer meine neuesten Filme mit. Natürlich freue ich mich auch über jeden Kommentar und über jedes Like it. Ja, dann wünsche ich euch nochmals ruhige und schöne und beschauliche Feiertage und dann bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Auf Wiedersehen!